Oh je. Meine Soldaten verrecken hier. Es liegt aber nur daran, dass die Zweier hier nicht mithelfen. Ihr sollt erstmal die Ostlinge hier killen und danach. So, jetzt macht ihr mal alles platt. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das Sägewerk lassen wir erstmal noch stehen. Wir zerstören jetzt erstmal das hier, wo sie Einheiten ausbilden können. Oh, da kriegen wir tatsächlich noch ein bisschen Geld. Mal sehen, wie viel. Also 800 sollte ich jetzt erstmal noch behalten. Wow, 840. Heilige Scheiße, was? Okay. Moment. Ah, das Geld haben wir schon eingesammelt. Jetzt haben wir echt einiges an Kohle. Jetzt schauen wir doch mal, was wir machen können. Yes, wir können das Feuerpfeil-Upgrade machen. Auch wenn wir jetzt nicht mehr genug für ein Vorposten-Dinger haben. 3 zu 6. Okay, wir brauchen noch ein Bataillon, oder? Ja. So, die sind jetzt auch bei mir im Team hier. Und ich habe einen Katapult bekommen. Ah, ach Gott. So, jetzt. Ihr zwei und ihr kümmert euch um den Olifanten. Jetzt haben wir ganze 4 Trupps, die Feuerpfeile haben. Das ist sehr gut. Feuerpfeil-Upgrade haben wir außerdem schon erforscht. Das heißt, das können wir möglicherweise demnächst benutzen. Jetzt haben wir noch 2... Der Olifant wird nicht mehr so ruhig sein, wenn er die Stiche unserer Pfeile fühlt. Moment, machen wir nur ein Bataillon Soldaten. Dann sagen wir die 4 hier extra durchgehen. Moment, wie viel haben wir denn jetzt? 8 zu 3, ja. Nochmal 8 zu 4 erstmal. Ich brauche nicht so viele Soldaten, wie ich Fernkämpfer brauche. Kann ich sogar noch ein Bataillon hier Feuerpfeile schon geben? Und weg. Weg, weg, weg. So. Der hat dieses Katapult hier. Schauen wir erstmal zu, wie der Olifant hier ausflippt. Die beiden hat er schon davon gewegt. Okay, jetzt hat er beide davon gefegt. Und jetzt fegt er die hier gleich weg. Ups, ich kann hier schon mal angreifen. Wow. Ich glaube, er nimmt sich sogar einiges mehr als letztes Mal. Jetzt kippt er um. Und da hinten sind noch Belagerungswerke, die ich zerstören muss. Klotsch. Okay, geil. Wenn wir einfach mal alles zerstören. Ah, du kannst da mitmachen, Katapult. Soldatenbataillon ist bereit. Ja, ich kann eigentlich alles zerstören, weil das gibt mir ja Geld. Ist mir gerade eingefallen. Die meisten Gebäude geben ja Geld, wenn sie zerstört werden. Wie das hier. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Hier. Holt euch das Geld. Oh! Rückzug. Ihr solltet euch nicht von euren eigenen Katapulten killen lassen. Er ist nicht gesund. Dann lassen wir die lieber erstmal hinten. Moment. In dem Fall. Seid ihr Steuerung 2 und ihr seid alleine Steuerung 1. Sammelt euch erstmal hier. Obwohl, ihr könnt da angreifen. Oh, nee, okay, ist nur Ork-Arbeiter. Eigentlich brauche ich die Soldaten nicht, deshalb habe ich auch so wenig, aber naja. Was soll's. Ah, ihr sollt nicht da angreifen. So war das nicht gemeint. Ihr sollt da hinlaufen. Es gibt noch Hoffnung. Wie? Ist, diesmal habe ich keinen Schatz bekommen. Versucht mal die dazu noch zu killen. Und dann... Oh, 200 Vorräte übrig hier. Ich könnte auch irgendwann Ritter machen. Aber naja. Okay. Dann greifen wir als nächstes hier an, wenn die erledigt sind. Die Einser greifen hier an. Macht mal hier das Ding kaputt. Wo ist Faramir? Ja, mittendrin. Ich hoffe, dass das Katapult nicht auf dieses komische Ork Fuck. Genau das meinte ich. Ich lasse das Katapult mal lieber in Frieden. Das killt nur meine eigenen Leute. Das ist nicht so ganz mein Plan hier. Wie viel habe ich denn jetzt verloren?
Ja, auf jeden Fall ein. Oder zwei. Irgendwie. Ein paar. Da unten sind noch zwei Trupps. Frodo flippt aus. So. Ihr geht, sagen wir mal, zum Katapult. Das hier ist der Aradrim-Palast. Das hier ist der Olifantenfelch. Da kommen hoffentlich keine Einheiten mehr raus, sonst habe ich ein Problem. Aus dem hier also. Wenn hier noch ein Olifant rauskommt, dann... Oh je. Also ganz schnell hier das Pferd zerstören. Ihr könnt das Geld hier einsammeln. Vielleicht kriege ich ja noch genug für Feuerpfeile. Ja. Sehr cool. So, okay. Die meisten meiner Waldläufer haben jetzt Feuerpfeile. Die meisten, aber glaube ich noch nicht alle. Meine Güte, geht es ewig, das zu zerstören. Ach, ich bin ja auch doof. Ich habe ein Katapult hier. Oh. Kümmert euch lieber erstmal um die hier. Ja gut, schießt halt da drauf. Ist mir jetzt eigentlich egal, was ihr tut. Gibt's ja eigentlich... Es gibt nicht automatisch Schießen. Das ist von Vorteil. Okay, das ist jetzt gleich zerstört. Mein Katapult ist da. Oh, so schnell geht es gar nicht. Die Soldaten hier haben schon Einheiten verloren. Oh, was tue ich denn da? Okay. Entschuldigung. Mir ist irgendwie alles kurz ausgeflippt. Okay. Ah, ganz schlechtes Timing. Ist ein Lager der Orks. Wir müssen es zerstören. Bitte greif mich nicht an. Bleib da, wo du bist. Aha. Tu das nicht. Tu das nicht. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, okay, weg von der zusammenstürzenden Leiche. Ui, okay, was? Zerstöre alle Lager Mordors. Das Lager Mordors. Zerstöre alle Einheiten und das Lager. So. Aber die meisten hier sind jetzt erledigt, oder? Ich glaube schon. Hier sind jetzt noch ein paar Deppen. Oh, die Einzel soll ich da nicht unbedingt hinschicken. Die sterben nur wieder. Ihr sammelt einfach mal das Geld ein. 700. Reicht sogar für zwei Feuerpfeile. Was macht ihr da eigentlich? Na gut, egal. Oh. Nein, nicht schießen. Oh Gott, ich muss echt mal Feuer einstellen hier. So. Was ist mit dem hier? Das muss noch zerstört werden. Habe ich jetzt... Ja, alle haben Feuerpfeile. Die brauche ich also nicht mehr hier kaufen. Das hätten wir geschafft. Vielleicht ist in dem Orkzelt noch was. Nein, kein Geld für mich. Das Lager hier muss ich zerstören. Jedenfalls muss ich es jetzt zerstören. Da ist zum Glück noch nicht so viel drin. Hopp, hopp, Leute. Die kriechen hier vor sich hin. Sehr chillig. Und sonst, was brauche ich noch? Bogenschützen gibt es hier noch. Stärken, Kavallerie, Monster, Schwächen, Schottkrieger, Helden. Das ist dasselbe, bloß Waldläufer sind halt besser, aber die können schwere Rüstung anziehen. Also keine Ahnung, was da wirklich besser ist, von Schaden oder Verteidigung her oder so. Ich nehme an, dass die Waldläufer mehr Schaden machen, aber die Bogenschützen mit der verstärkten Rüstung mehr Leben oder mehr Rüstung haben. Aber ob sie wirklich mehr Schaden machen, kann ich gar nicht sagen. Ich vermute es nur. Und ihr seid auch kurz vorm Level Up und leider immer noch nicht da. Aufpassen, Waldläufer! Pfeile bereit machen! Aber jetzt können wir tatsächlich gleich ein Lager bauen, glaube ich. Ich hoffe, ich kriege dafür hier genug Rohstoffe, wenn ich das hier zerstöre. Ich weiß es aber nicht. Wenn ich jetzt hier Mist gebaut habe, wäre das natürlich schade. Dass ich hier nicht alle voll upgraden kann und eine richtige Armee erstellen kann. Das wäre schade. Aber das sehen wir gleich. Das Katapult läuft da einfach durch. Mir fällt gerade ein, dass das Katapult nicht heilen kann. Also sollte ich aufpassen, dass das Katapult nichts abkriegt.
Ah, ist so gut. Moment. Ihr greift das da an. Ihr greift an, was ihr wollt, weil das Katapult greift hier die Mitte an. Okay. Wir können schon wieder heilen. Wow. Es geht mittlerweile ganz schön schnell. Ihr könnt auch aufhören, hier zu schleichen. Ihr braucht dann nicht mehr verteidigen. Die Ork-Grube hier muss zerstört werden. Sonst bauen die nämlich hier Einheiten. Und das gefällt mir nicht, wenn die Einheiten bauen. Ihr macht auch irgendwas. Das ist so gut wie zerstört. Gut, weiter geht's. Dubidu, Esel, gehorche nicht meinem Befehl. Ich hab gesagt, dahin. Wo? Wo? Ich weiß nicht, wo. Ich sehe auf der Karte nichts Rotes von neuen Einheiten. Ich sehe nur die Gebäude hier. Naja. Du kannst eigentlich weiterhin auf das da schießen, solange ihr alles platt macht. Okay. Ich muss ihn beschützen. Also gut, dann macht ihr jetzt einfach noch das hier platt. Was macht das Katapult? Greift es überhaupt an? Nein, ihr schießt auf das da. Wir haben doch eigentlich eine ganz schöne Reichweite. Warum schießen die? Warum machen die das nie? Also Faramir hat mehr Nahkampfschaden, aber ist Fernkampf einfach geschickter. Da ist der Schaden dann auch nicht wichtig, wenn sie irgendwann eh one-hitten können und so. So, und jetzt ist die Frage... Ah, ich habe 5000 bekommen. Das ist nett. Hab mir schon Sorgen gemacht. Okay, alles klar. Dann kann ich hier jetzt mein Lager aufbauen und endlich hier mal meine richtige Armee aufbauen. Sie sind hier. Wir müssen unser Lager aufschlagen. Rasch! Ja, da gibt es jetzt noch etwas zu tun. Das ist ein ziemlich, ich sag ja, ziemlich umfangreiches Level. Ist aber nicht unbedingt so schwierig, aber es kommt noch. Der schwierige Teil kommt noch. So, das hier ist ein Lager. Wir haben wieder eine Aufgabe erfüllt. Schlage ein Lager auf. Jetzt kommt das wirklich Krasse. Das Katapult kann hier bleiben. Ein Konvoi aus Harad wird bald hier sein. Wir müssen den Konvoi abfangen und verhindern, dass er sein Ziel erreicht. Wir haben hier 4 Punkte, an die wir unseren Hinterhalt aufstellen müssen. Wir haben 8 Waldläufertruppen und 4 Soldatentruppen. Wir brauchen eine Schmiede. Die Schmiede gibt auch Rohstoffe und ist für Upgrades wichtig. Also Schmiede. Wir brauchen eine Kaserne. Ist keine Kaserne, du Vollpfosten. Wir brauchen eine Kaserne. Das sind, glaube ich, nicht mal alle Gebäude, die man... Ne, das sind nicht alle Gebäude, die man in Gondor eigentlich machen kann. Wir brauchen Stallungen für das Ritter-Upgrade. Wir brauchen aber keine Schießanlage. Wir brauchen keinen Schießstand. Also wenn wir Stallungen haben, dann können wir das Rüstungs-Upgrade kriegen. Wir brauchen einen Brunnen. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Dann können wir die restlichen 2 mit Gehöften vollstopfen. Mein Dings da wird hier bleiben, nehme ich an. Machen wir hier noch 2 Gehöfte. Dann bauen wir hier noch Türme hin. Normalerweise würde ich ein Gondor-Lager nie so aufbauen. Aber in diesem Level ist es so am geschicktesten. Das Doofe bei der Schmiede ist, man muss ewig warten, bis man das benutzen kann. Man kann es nämlich erst ab Rang 2 benutzen. So, wir machen jetzt 4 Truppen. Moment, ihr könnt euch... Eigentlich können sich alle noch kurz heilen. Naja, braucht man nur... Hey, wie seid ihr jetzt Steuerung 3? Ich wollte, dass ihr Steuerung 4 seid. Man ist 4 Gruppen. Ihr seid Gruppe 1. Mit Faramir. Gruppe 1 steht am allerersten Punkt. Gruppe 2. Seid ihr ab jetzt. Ihr steht an dem Punkt. Gruppe 4 steht schon. Und was noch übrig ist, ist Steuerung 3. So. Ja, am besten noch die 2 mit. Obwohl, nein. Obwohl, doch, ist okay. Wo sind die Soldaten? Achso, ja, die habe ich jetzt zum Heilen geschickt. Ach, scheiß drauf. Geht einfach dahin. So, okay, alles klar. Kaserne ist da. Ich mache hier mal 4, damit ich Turmwachen machen kann. Ich glaube, brauchen wir sogar 5.
Die kann ich dann alle opfern. Die stelle ich einfach hier in die erste Reihe. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. So, dann brauche ich hier genauso. Sagen wir erstmal zwei. Mehr kann ich nicht machen. Am Anfang. Wenn ich dann Turmwachen machen kann, mache ich ein paar Turmwachen. Bogenschützen mache ich keine. Dann brauche ich noch das Schmiedenzeug. Also das wird noch ein bisschen dauern, dieses Level. Du kannst eigentlich auch Feuer feuern, wann immer du willst. Und um meine Opfer hier auch noch zu unterstützen, mache ich hier sogar noch einen Wald hin. Das heißt, die sterben, weil ich sie opfer, aber trotzdem versuche ich alles, um sie zu schützen, wie es aussieht. So, ihr lauft da hoch. Ich weiß nicht, ob ihr mir da überhaupt was bringt. Ich hoffe es ja nicht, dass ich euch brauchen werde. So, Faramir ist jetzt gerade alleine hier bis jetzt. Okay. Hier ist eins dieser Soldatenbataillone, das ich opfern will. Ritter brauche ich, glaube ich, drei Truppen. Dann nehme ich dann einfach auch drei mit. Ich weiß nicht, ob das über das Kapitel, über die ganze Story hinweg bleibt. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube es aber eigentlich nicht. So. Die stehen jetzt halt auch hier sinnlos rum. Ich glaube, so viel Reichweite haben die halt nicht. Ich kann euch ja auch aber einfach... Keine Ahnung. Ich lasse euch einfach mal machen. Ist mir jetzt egal. Macht ihr, was ihr wollt. Was ist mit denen? Die stehen hier rum. Okay. Könnt ihr nicht ein bisschen näher daran? Ich habe gerade gedacht, wieso sind es nur vier? Ja, könnt ihr da wirklich mal nicht ein bisschen näher ran? Ihr seid auch Opfer. Die Idee ist echt gut, ja. Auf die bin ich vorher nicht gekommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis hier alles ausgebildet ist und bis das hier Rang 2 erreicht. Ich weiß nicht, ob die Türme hier auch irgendwas bringen. Es gehen noch 2 Minuten, bis der Konvoi kommt. Ihr könnt dann sogar hier hin. Abwehrstellung, genau. Der Konvoi darf, glaube ich, nicht durchkommen. So, hier haben wir nochmal einen Trupp Ritter. 3 Trupp Ritter bei 300 ist, glaube ich, okay. Könnte ich sogar noch einen Trupp mehr machen. Ich will es halt, wenn es jetzt wirklich bleibt, will ich es auf das ganze Spiel abstimmen. 8 Trupp Waldläufer sind eigentlich schon fast zu viel. Aber ist egal. Ist okay. Haben halt 8 Trupp Waldläufer. Und dann 4 Trupp Soldaten und 4 Trupp Turmwachen. Weiß halt nicht, ob das reicht. Und dann 3 Trupps Ritter. Ich weiß nicht, ob das reicht von den Kommandeurspunkten her. Ich hoffe es mal. Wir haben jetzt schon einiges an Rohstoffen. Das Problem ist halt nur, dass das hier nicht Rang 2 erreicht. Aber wenn das hier Rang 2 erreicht hat, dann können wir schon fast Ritterschild-Upgrade holen. Danach brauchen wir Turmwachen noch. Ach ja, die sind jetzt auch hier im Abwehrmodus. Diese Soldaten hier opfern sich einfach. Wo ist Faramir? Warum stehst du so weit hinten? Ich weiß nicht, ob die Soldaten irgendwas nützen. Ich nehme es mal nicht an. Aber das sind halt so meine Anfangseinheiten, also. Und die da sind da nur dazu da zu sterben. Ah ja, wir haben die Steuerung verbessert. Was seid ihr dann? Ihr seid Steuerung 5. Okay, ein Soldatenbataillon noch, dann müsste die Kaserne Rang 2 erreicht haben. Ich hoffe es mal. Das Katapult hier kann ich nicht upgraden. Faramir, wo läufst du schon wieder hin? Willst nicht gleich dahin stehen? Hier an äußersten Rand, da kannst du alles platt machen. In einer Minute kommt der Konvoi, okay. Es ist auch schon fast erforscht. Plus 80% Rüstung. 200 mal 3 macht 600. Also warten wir noch kurz. Die Schilde für die Reiter sind fertig. Ja, 2 von denen können schon Schilde nehmen, die anderen. Das eine andere Bataillon noch nicht.